hast du den Hund geholt, hast mich ein bisschen beleidigt, hast das ist eine super Folge heute. Jo, hat sich für dich gelohnt, ne? Alter, ich sehe einen Endermann. Nein. Ich sehe einen Endermann. Ich sehe einen Endermann. Ich Hinter sehe dir ist ein Creeper, er greift Endermann, dich an. Endermann, also er möchte gern. Endermann, Endermann. Explosion. Du darfst ihn nicht angucken, du musst immer unten gucken, nach unten gucken. Ich darf ihn angucken. Guck ich ihn angucken. Ich schieße ihm in den Kopf. Ich schieße ihm jetzt in den Kopf. Und dann greifst du ihn an, okay? Ja. Eins, ja. Du schießt im Weg. Zwei, du schießt ihm wieder im Weg. Drei, jetzt. Was? Wo ist er hin? Das. Ich töte dich. Ich brauche deine Seele. Gib mir deine Seele. Lass noch eine. Ich töte dich. Ich muss ein Brötchen essen. Ich auch. Ich töte dich nochmal. Der Hund macht ihn sowas von tot. Es war der Hund, der ihn tot gemacht hat. Ich hab eine Enderperle. Ich hab auch eine. Gratulation, ich reiche in die Knochen der Vernunft. Gratulation. Ich hab auch einen hier. Ja, der Knochen der Vernunft. Guten Tag. Aber der Hund passt an. Der Hund passt nicht an. Der Hund passt nicht. Der Hund hat gebissen. Sitz. Ich bin fast tot. Echt? Ja. Weil der Hund dich gebissen hat, weil er das falsch verstanden hat. Der Hund findet dich voll scheiße. Wenn der Hund mich jetzt wieder sieht, weißt du mich ganz. Nein, jetzt guckt er nur doof so. Ich hab ihn ja gesagt, Sitz, hab ich gesagt. Ich hab dich gebissen, du schmeckst doof. Ich würde jetzt gern zu dem Baum gehen. Ja. Jetzt haben wir ja jeder eine. Ja. Ja. Oh nein, hier ist eine Schlucht. Ich kann hier nicht durch, weil ich sonst sterbe. Mädchen. Das hat sich gut angefühlt, den Endermann umzuhauen. Der das war der Hund, das warst du gar nicht. Doch. Ach ja, die Perle hat der Hund gegessen. Ich hab die Perle. Bin ich falsch? Oh, ich hab mich verlaufen. Gott sei Dank. Da gibt's wahrscheinlich in der Gemeinschaftstruhe noch ein dickes Schwert für mich. Da ist ein grober Unhold, er steht rum. Guck, wie er glotzt. Na. Jeder braucht ein Dorfunhold. Ah. Ja, das ist wahrscheinlich noch eine Statue. Ja. Wo bist denn du? Ich bin hinter dem Hund, weil ich darf jetzt hier nicht mehr zu nahe kommen, habe ich festgestellt. Und der Hund sofort kommt und macht Wuff. Oh. So, ich habe zwei Enderperlen, hier war noch eine drin. Gut. Ich habe zwei. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Ich muss mir mal ein Brot hier rausnehmen. Ich fress sonst. Hier so kaputt. Ich hab so ein Funkelschwert, das funkelt. Hast du gar nicht. Doch, ich echt. Oh ja, Ruf, ey, was hast du nun noch alles? Du hast einen Hund, du hast ein Funkelschwert, du hast noch zu viel Enderperlen. Du bist die Besitzurkunde des Dorfes. Die habe ich gefunden. Zeig dir jetzt dein Schwert her. Zeig das jetzt her. Du kannst es gar nicht sehen. Es ist nur nicht. Es ist nicht am Funkeln. Es ist sowas von nicht am Funkeln. Es ist einfach nur aus Metall. Wahrscheinlich unterwert. Mistmetall. Der Zuschauer, der auf meiner Schulter sitzt, wird dich jetzt auslachen, weil du es nicht sehen kannst. Ich sehe es nicht, weil es nicht da ist. Alle sehen es, außer dir. Spiel. Der Zuschauer hat dich gar nicht gern. Der Zuschauer hat mich wohl gern. So. Doofnuss. Selber Doofnuss. Doof. Ich bin jetzt aber. Sind das? Nee. Oh, der hat sich teleportiert. Das hat er drauf, ne? Der. Ich bin ja, hab hier die Außenseiterrolle und deswegen mag der Zuschauer mich viel lieber, weil ich immer derjenige bin, der immer die Reste nun kriegt. Kriegt keinen Hund und kein Zauberschwert. Ja, aber der Zuschauer mag doch auch Chuck Norris zum Beispiel. Der hat nie die Außenseiterrolle, oder? Nur wenn er das möchte. So, dann sind wir ja gleich am Häuschen. Sieht ja ganz schön verwachsen aus. Von grün. Er ist da bestimmt irgendwo drin. Aber du gehst vor. Du gehst besser aus. Wir fangen am besten, also man sieht ihn ja auch so schlecht, weil er genauso die gleiche Farbe hat wie das Haus. Ich weiß nicht, wo dein Keller ist. Ja, ist schon richtig so. So, ja, wo ist es denn? Das alte Vieh. Und das ist dein Keller? Ja, weiß noch gar nicht. Hier ist ein bisschen Schmiede und
meine Wohnung ja noch nicht gezeigt, aber das ist ein bisschen. Warum sind da so komische Geräusche da hinten? Das könnte die Lava sein, die macht immer sowas. Aber es kommt von da hinten. Oh, ach so, nee, das ist Klo. Hier ist Waschbecken, oder? Da, ist mal sehr dezent. Irgendwas. Guck mal, da sitzt Klo. Da ist etwas in meinem Klo. Hallo, Baum. Hallo, Klobaum. Es ist ganz schön unhöflich. Habe ich nicht gespült? Du hast einen Ast in deinem Klo. Könnte ich vielleicht nicht vorstellen, dass Bäume auch Bedürfnisse haben, aber trotzdem bedeutet das nicht, dass sie einfach hier... Entschuldigung. Ihr könnt doch nicht einfach... Die Tür war offen. Hier ist keine Tür. Hier, beeil dich. Ja. Hoffentlich spült die danach. Und wäscht ihre Hände. Mama, ja, aber die stand ja kopfüber quasi im Klowasser. Ja, toll. Jetzt habe ich die Enderperle und du hast eine Enderperle und... Oh. Guten Tag. Hallo, Baum. Wir sind erfolgreich zurückgekehrt. Ja, wie ist dir? Lebt ihr immer noch? Ja, wir haben... Hier, bitteschön. Hier, kannst du... Bitteschön. Ich hab drei. Mit dem Zeug. Oh nein, ich muss von ihm holen. Das war Spaß. Ja, was machen wir denn jetzt damit? Also, du hast ja jetzt hier an meinem Klowasser gezerrt, jetzt bräuchte ich nur noch was? Ich hab sie verloren. Was? Da war das Enderman glitzern. Da war pinker Glitzer im Raum. Ich hab nur ein bisschen an den rumgespielt. An den Enderman-Kügelchen. Und dann hat's gefunkelt und dann war ich woanders. An einem wunderschönen Ort. Und jetzt bin ich wieder hier bei euch, ihr Stinke-Peter. Und du hast alle drei Enderperlen wahrscheinlich gebraucht, ne? Ja. Aber und vielleicht reicht das ja schon. Ihr habt es trotzdem wieder nach Hause geschafft, wie ich sehe. Ja, mit einem Hund, der mich gebissen hat. Ja. Ihr habt doch nicht wirklich einen Hund hier im Raum, oder? Nein, hier nicht. Der ist oben und kackt mir aufs Bett. Er ist stubenrein, er macht nur an Bäume. Und kackt mir aufs Bett. Hat er ihn drauf trainiert. Ich habe da so ein Problem mit Hunden, weil die spielen sehr gerne Stöckchen holen und das wäre... Ja, schlecht. Was machen wir denn jetzt? Die Pickel werden größer. Ihr solltet euch mit diesen Perlen eigentlich in ein Dampfbad legen und euch dann die Gesichter damit einreiben. Das sollte normalerweise helfen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ihr überhaupt lebend zurückkommt. Naja. Aber ich habe Funkel-Funkel mit ihnen gemacht, das müsste doch reichen. Und das war ja auch da. Ich meine, das ist doch jetzt. Guck mich an. Ich möchte nicht mit dem Toni zusammen baden. Also das, los, rein da jetzt. Aber kann ich auch Schaum haben? Na gut. Noch hier mit Gesicht waschen. Blütenextrakten. Und warte, Hähnchengeschmack Wasser. Ich setze mir nochmal die Mütze auf. Ich will nicht das Hühnchen. Nimm das Hühnchen weg. Das geht doch nicht über ein Brathühnchen in der Badewanne. Oh, yeah. Ja, auch schön unter die Arme waschen, ne? Ja, ich mach mal zieh mal die Stahlschuhe aus. Ich hab gar nichts mehr an. So, es ist nur so mittelwarm, aber naja, immerhin. Wischiwaschi. Und wie siehst du aus? Zeig dich. Oh, wahrscheinlich war es nur Filzstift. Oh, nein, ich habe ganz schlecht gefühlt, aber jetzt geht's irgendwie langsam wieder. Ich dachte eigentlich, ich könnte das Haus behalten, aber... Nein, das ist mein Haus. Das habe ich mit meinen eigenen vier Armen gebastelt. Ja, so siehst du auch aus. So siehst du auch aus. Hey, nicht den Bauernpöbel. Kommst hier einfach, baust uns zwei Gräber und so. Aber trotzdem danke für die Hilfe. Also, ja, apropos danke. Was ist eigentlich mit meiner Belohnung? Willst du einen Stock haben? Hier. Ich habe auch noch einen Pilz. Hättest du gern einen Pilz? Ja, was kann ich dir noch geben? Ich will euren Müll nicht. Ich will irgendwas Gehaltvolles, irgendwas Großes. Nicht so ein Müll-Scheiß. Buch. Darfst auch immer gerne mal mein Klo benutzen. Ja, also,
Damit wäre ich einverstanden. Mein Klo kannst du immer schön benutzen. Also du kannst dich schön immer reinhängen und dann so ein bisschen... Dich volllaufen lassen. Volllaufen lassen und dann... Das ist ja nett. Das kannst du ruhig machen. Das kannst du machen. Das ist in Ordnung. Ja, alles klar. Cool. Ja, ja, siehste, da haben wir doch alle was von. Das ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, der Toni hat... Das ist mal wieder Lebensgefahr. Ja. Ich geh da mal. Tschüss. Ja, ja. Der Toni Ami hat sicher auch ein gutes Klo. Ich habe gar kein Klo. Ehrlich? Oh mein Gott. Ich habe kein Klo. Ah, aber kannst du mal aber gucken. Aber ich baue mal vielleicht eins, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ja, das wäre nett. Dann rufe ich in den Wald hinein. Ja. Klo! Klo! Ja. Eine gute Zeitungslektüre habe ich ja jetzt auch. Ja, also, ne? Die ist von mir. So muss das sehen. Hau ja. rein, Baum. Pass auf, da steht ein Hund oben. Was? Nee. Ich finde super, dass der Baum davon spricht. Er möchte gern was Großes, Gehaltvolles. Und du sagst, hey, du kannst dich in mein Klo hängen. Und er, yeah! Das sind halt andere Prioritäten. Das ist ja. Das stimmt. So ist die, sind die Leute vom Land. Ja. Auf der Welt, in der, wo er herkam, war das halt anders. Ja. Aber, ja. Gab es noch Gold und so. Ja, hier. Aber kannst du einen Pilz haben? Bitte schön. Ja, dann gebe ich dir das hier. Oh, nee, danke. Nee, oh, danke, okay, dir. Dann lass mal. Ja, ich, ich lege mich jetzt mal. Ich, mir ist, nein, das ist meine Schatz. Hier, heil. Mach heile Truhe. Mit Material. Der klaute mein Gold. Ich hab's genau gesehen. Das war Spaß. Du bist so ein böser Mann. Henrik? Ja, ich hau jetzt ab. Ja, nimm mal deine Töle bitte mit. Ja, ich nehme meinen Hund. Deinen Hund, den Hund nehme ich mit. Oh. Das ist irgendwie, dein Haus ist sehr grünlich geworden, seitdem der Baum hier war. Guck mal. Hier. Ah! Oh nein, der Hund. Oh nein, der tut es schon wieder. Oh nein. Hast du mich gehauen, Henrik? Und ausgerechnet jetzt habe ich eure Kleber zugeschaufelt. Das war ein guter Cut für die Folge. Oh, ich hätte gerne ein Gedicht von euch. Ein Gedicht? Den kannst du. Ja, machen. Kannst du den Pumpkin auf den Kopf setzen? Ja, komm, setz ihn dir auf. Setz ihn dir mal gar auf. Nicht. Du bist im Creative-Modus, Erbse. Das geht gar nicht. Das reicht.